Hallo, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Falls ihr mich nicht kennt, ich bin der Thorsten, das ist mein Kanal Thorsten und seine Welt. So, dieses kleine Filmchen kommt wieder so in Kategorie, würde ich mal sagen, wo Anfänger, Aquaristik-Anfänger. Und zwar möchte ich heute auch mal meinen Filter sauber machen. Ich glaube, eigentlich habe ich es mir mal vorgenommen, alle 3 Monate. Ich glaube, mittlerweile sind es 4 Monate. Ja, ist egal, aber ich habe mir schon mal sauber gemacht. Ich kann euch aber schon mal sagen, der ist richtig dreckig. Okay, wir legen los. So, ich werde euch aber erstmal erzählen, warum wir Filterchen sauber machen. Oder Filter ist erstmal einer von Tetra, ist eigentlich egal, welche Firma oder was ich nenne, was ich benutze, für ihn bin zufrieden mit. Da läuft jetzt auch schon ein paar Jährchen ohne Probleme. Doch einmal muss ich den Propeller neu nehmen. Da ist, wie das aber passiert beim Saubermachen, habe ich einen Fehler gemacht beim Zusammensetzen. Dann hat er Knack gemacht und der Propeller, die Welle war hinüber, so eine Keramikwelle. Da sollte man also ein bisschen aufpassen. Die ist relativ schnell kaputt, aber das ist kein Problem. Beim Markenprodukt geht man ja davon aus, dass man Ersatzteile kriegt, so war es auch gewesen, Ersatzteile so. Aber hauptsächlich würde ich euch auch erzählen, warum ich den Filter sauber mache oder beziehungsweise warum man ihn jetzt sauber machen sollte in gewisser Zeit, weil mein Filter hat keine Anzeige. Es gibt natürlich noch Preisklassen nach oben, wo man eine Filteranzeige hat, wo er dann sagt, der Filter liegt so und so viel Stunden. Oder nach dem Durchsatz wird er dem besser, genau weiß ich es nicht, ich habe nicht so einen Filter. Und da wird Ihnen dann mit der digitalen Anzeige angezeigt, aha, Achtung, demnächst Filter sauber. Habe ich nicht, also müssen wir das mal selber so ein bisschen abschätzen. Und zwar, wenn wir den Filter aufmachen, dann sehen wir ja viele Bakterien und Materialien drin. Keramikkügelchen, Kunststoffkügelchen, dann auch noch halt die Schaumstoff, oder ich nenne es einfach mal Schaumstoff, sind der Filtermaterial, wo fein, ganz fein. Aber ich werde diesmal verwendet oben noch als Feinfilter. Dort gab es einen originalen dazu. Aber den ersetze ich jetzt durch, den habe ich ja schon damals weggelassen. Aber da habe ich gedacht, Mensch, machst du wieder Filterwatte raus. Filterwatte habe ich schon immer. Die Funktion der Filterwatte ist jetzt einfach zu erklären. Die Filtermatte soll uns ja die kleinen Mikroteilchen noch rausholen. Das heißt, ich möchte ja auch das Wasser so ein bisschen klar haben. Und dafür ist es so wie so ein kleiner Feinfilter noch, der die kleinen Mikroteilchen auch noch rausfiltert. Gerade so kann es passieren, wenn man rollt unten am Filter, dann kann es passieren, dass es durchgewirbelt wird unten drin und dass die Teilchen dann bei euch im Aquarium wieder reinkommt, beziehungsweise wie bei mir, ich habe ja so ein Außenluftröhrchen mit vielen kleinen Löcherchen drin, kennt bestimmt jeder von Aquarianern und die können sich dementsprechend schnell vor zusätzlich. Das kann auch Vibration sein. Man weiß nicht, wo man wohnt. An der Hauptstraße fährt man Bus oder auch was vorbei. Oder ein LKW rudelt dazu ein bisschen. Oder man hat alten Dielenboden, wie bei mir. Alleine schon, wenn man läuft, bewegt sich der Filter und die kleinen Teilchen, die man drin sind, kommen in Schwung. Und das heißt, der kommt so mit raus. Wir machen aber keinen Feinfilter. Also nehme ich dafür noch den Feinfilter. Auch der Feinfilter hat seine Filterwirkung, dass dort die kleinen Mikroorganismen sich ansiedeln können. Aber ich werde euch mal gleich mal den Filmchen zeigen. Ich hoffe, dass die Zeit reicht, wenn ich das sauber mache, euch mal ein bisschen den Hintergrund noch zu erklären, warum man filtert. Nur, das war's. Wir legen los und machen den Filter jetzt sauber. So, jetzt sehen wir hier so kleine Filterchen. Natürlich immer schön praktisch mit dem Schnappverschluss. Es ist keine Plemper mehr. Aber jetzt ist es noch warm, dann mache ich das immer auf der Terrasse sauber. Jetzt sehen wir hier genau, was ich euch gesagt habe, die ganzen kleinen Ablagerungen. Hier sind die Kunststoffkügelchen, jetzt kommt die Keramikkügelchen und jetzt kommen die einzelnen Elemente, also was ich schon gesagt habe, Schaumstoff. Und was ich euch noch sagen wollte, der Sinn der Sache ist eigentlich, wenn man das sauber macht, regelmäßig sauber machen sollte, irgendwann ist das alte sättigt das Filtermaterial. Das setzt sich dazu, das heißt, das fängt an zu modern. Und das ist dann immer so ein Zeichen, wenn er so sitzt und dann hört euer Filter, immer die Filterpumpe auf immer so vom Geräusch her. Und dann ist der ganze Lauf, aha,
Da kommt da oben noch ein paar Luftbläschen drauf, dann ist es schon meistens zu spät. Dann kann man davon ausgehen, dass die Filterbakterien schon hinüber sind. Und dann fängt es auch an zu stinken, das Zeug, wenn er den Filter aufmacht, weil ja die Bakterien tot sind. Und dann habt ihr so gesagt, sogenannte Furnace-Gas. Und hier sieht man das nochmal genau. Schön im Aquariumwasser auswaschen. Natürlich darauf achten, dass ihr jetzt keine Schnittwunde habt an eure Hände. Das wäre nicht so günstig. Da sind so viele Bakterien drin. Und wenn die dann in eine Wunde reinkommt, kann sich das schon so ein bisschen entzünden. Und man weiß auch ja nicht, was da noch alles so drin rumschwirrt. Das Ganze. Also mache ich das immer so vorsichtig, leicht sauber. Das Ganze in mein Eimerchen. Jetzt sehen wir hier so ja unten, ne? Waren Schnecken drin gewesen. Ja, was, wie die da rinkommen. Ja, ist klar, weil ich ja keinen Feinfilter von meinem Einlass vom Filter habe. Dadurch haben wir ja das Problem, dass auch die kleinen Schnecken angesaugt werden oder durchkommen. Aber kleine Fische, so bis jetzt hatte ich da, bin ich der Meinung, da kommt so groß, dass da Fische jetzt reingezogen werden. Nur die Jungtiere, vielleicht Garnelen, junge Garnelen, die genau da reinkommen. Oder vielleicht von den Pupa-Bond-Barschen, was ich habe. Und jetzt mache ich das so, jetzt wollte ich nämlich genau, diesmal nehme ich die Filterwatte und mache da die Filterwatte rein. Natürlich wieder so, da müsst ihr mal gucken, wo das, wie der Kreislauf ist. Denn hier bei meinem Filter ist es so, das Wasser läuft oben rein, ganz nach unten und filtert es von unten nach oben. Auch die Filterwatte impfe ich nochmal mit die Bakterien. Also das heißt auch nochmal ein Aquariumwasser drin. Und jetzt natürlich nicht noch ein Stück Kaffee trinken hier zwischendurch. Das ist schon mal wichtig, denn sonst habt ihr nämlich das Problem, dass eure ganzen Bakterien, die brauchen ja natürlich auch Sauerstoff wieder und Wasser, dass das ratzfatz wieder im Kreislauf von euren Aquarium drin kommt. Das kann ich euch schon erstmal dazu sagen, was ihr achten sollt. Was noch? Guckt euch auch mal vorher noch mal die Dichtung an, ob die in Ordnung ist. Eigentlich sollte sie, ich habe sie noch nie gewechselt, ja. Da ist es wichtig, dass sie nicht trocken ist. Die Dichtung machst du feucht, machst du sauber, dass da keine kleinen Teilchen drin sind, die euch die Dichtung zerstören können oder Steinchen, keine Ahnung, wie drauf kommt. Und dann, wenn ich den dann so beginne mit den Ganzen, dann lasse ich das Wasser erstmal nur reinlaufen. Also vom Aquarium, wenn ich angeschlossen habe, nur reinlaufen. Und benutze die Pumpe, die Handpumpe, die mit bei ist, dass die Luft rauskommt. Ich mache wirklich erst den Filter wieder an, wenn die Luft draußen ist. So, habt ihr gesehen, wie das so geht mit den kleinen Bakterchen, die wir ja alle brauchen. Wichtig ist es wirklich, habt ihr gesehen, oder ich habe es euch schon erzählt, dass wir beim Filter sauber machen, was ich immer mache, ich bin nur das Aquarium wasservoll. Also erstmal die richtige Temperatur, die Filterbakterien gehen nicht kaputt. Und wichtig ist nicht so mit der Dusche jetzt clean reingehen. Das muss ich alles raus, der Filter wird geschrubbt, muss sauber, macht das nicht. Nicht ganz sauber machen, mit eurem eigenen Wasser da nehmen, da sind dann noch genug Bakterien drin. Das geht jetzt halt auch einfach den groben Schmutz mal loszuwerden. Da sammeln sie auch Schnecken drin, die könnt ihr wieder bei euch im Becken drin setzen. Also bei mir im Filter sind immer Schnecken drin, weil ich unten keinen Feinfilter mehr dran habe, weil der alle nicht so lang zu war. Also habe ich gedacht, raus damit, mache ich das so. So, das wollte ich euch mal sagen und was mir noch einfällt, das Wichtigste natürlich, Abo nicht vergessen, das ist schön für meinen Kanal, für jeden Abonnenten, den ich bekomme, freue ich mich drüber, Daumen nach oben freue ich mich natürlich auch tierisch drüber, dann kommen meine Filme so mal ein bisschen weiter im Umlauf oder wie das bei YouTube funktioniert, keine Ahnung, das ist nicht mein Thema, ihr habt das auch eine Kanäle, da kann man sich informieren, wenn ich mich auch mal ab und zu ein bisschen informiere, ist halt nicht einfach, dass das jedem gezeigt wird, kann, funktioniert ja auch nicht. Gut. Okay, also Daumen, Glocke, Abo und bleibt gesund. Gerade jetzt in der Corona-Zeit. Oder? Ciao und schöne Woche. Und was habe ich vergessen? Das Schau und Thorsten und seine Welt. Muss ja sein.